Luisa, ihre kleine Bruder, hat nicht aus dem Haus wollen. Also haben wir die Opportunity schon mal nicht gehabt. Pius hat in dieser Zeit seine Mami probiert anzurufen. Das hat nicht geklappt. Und dann haben wir zum Glück Sharing gehabt. Und ihre Mami, die dann gefunden hat, mal doch, können sie bei uns machen. Sind wir natürlich recht froh darüber gesehen. Wir sind dann ins Joggeli gegangen, wo wir auch eingekauft haben. Aber es war halt gut, dass Sharing arbeitet im Ochsno. Und dann haben wir bei ihr den Schlüssel abholen, quasi, wo sie am Arbeiten war. Du weißt, ich mache Chaos. Warum steigen wir abgekommen? Eigentlich habe ich eine Kundin von uns angetroffen. Die arbeitet dort. Dann haben wir eigentlich gefunden, ja, wäre geil, würdest du auch kommen. Wir haben gedacht, beim Shoppen ist es vielleicht wichtig, nicht am falschen Ort zu sparen. Also, nur weil wir jetzt ein bisschen aufs Geld schauen, weniger gutes Essen holen, bringt es dann auch nicht wirklich, weil im Endeffekt muss es schmecken. Wollen wir den eckigen oder den runden? Das ist 260 Gramm, dort ist ein halbes Kilo drin. Am 26 haben wir im Mano ausgegeben. Wir haben 235,95 ausgegeben. Voll okay. Wir haben natürlich nach dem Einkaufen ziemlich viele Taschen gehabt. Es war auch recht schwer. Und zwei Jahre nicht fair war, hatte Pius alles selber tragen müssen. Also haben wir ein bisschen umtelefoniert. Und Luisa hat uns dann Daniel organisiert. Dani ist jetzt, hat sich jetzt beraten, geht jetzt aus dem Haus. Das heisst, wann ist er aber da? Bis so Daniel dann bei uns war, hat es halt seine Zeit gebraucht. Er hat halt gefunden, er schreibt uns lieber 20 Mal, dass er auf dem Weg ist, anstelle sich auf den Weg zu machen. Pius Entertainment. Wo es darum ging, wegen der Unterhaltung zu oben, haben wir uns viele Gedanken gemacht. Basel ist Hip-Hop, was haben wir gefunden? Wir wollen natürlich auch Hip-Hop zeigen. Wir kennen ein paar Rapper, die immer mal Bock für Freestyle-Session und so haben. Wir haben dann irgendwie allen geschrieben, die wir kennt haben. Gewisse sind mit dem Kater daheim, andere sind halt am Match. Wir haben es dann geschafft, jemanden zu organisieren. Also, der Set findet schon mal welche Zeit, wenn wo. Also der Pius und ich haben auf jeden Fall, wir kennen die ganzen Rapper von Basel recht gut, weil er hat bei One City One Song mitgewirkt, die ganzen Rapper auch. Noch drei! Wir sind dann nach dem Einkaufen kurz zu der Sharing heim. Also, sie ist nicht daheim, aber ihre Mami einfach mit dem Zeugs in den Kühlschrank können tun, ein bisschen Zeugs ablegen, damit wir halt nicht mit voller Hand dann eigentlich wieder in die Stadt gesegelt sind, weil wir ja noch Leute gebraucht haben, die kommen müssen auf spontane Art. Wir haben lange nach einem Namen gesucht. Also, das ist uns erst gegen Ende Nachmittag, dann fängt so etwas eingefallen. Name Hamo. Hamo, yes! Und das ist eigentlich auch dank Daniel. Er hat dann im Traum gefunden, ja, eigentlich sind wir ja wie drei Engel für Charlie. Und wir haben dann gefunden, nein, sind wir nicht, wir sind drei Chaoten für Basel. Aber jetzt müssen wir fünf Leute haben, weil gute Menschen sind abgesprochen. Challenge eben gesehen, fünf Leute einladen auf der Strasse. Zwei haben wir gefunden, einen davon eigentlich gerade nach dem Einkaufen an der Busstation. Von ihm habe ich dann leider das SMS bekommen, er könnte nicht kommen. Für uns natürlich Panikmoment, weil sie, die wir im Joggeli angesprochen haben, halt auch gefunden hat, sie schafft es nicht, bis sie länger schafft. Die ersten drei Leute von diesen fünf haben wir recht schnell gefunden. Es hat auch relativ gut geklappt, die zu überzeugen. Nachher sind wir da rein entlang gelaufen und haben um Gottes Willen niemanden mehr gefunden, den wir hätten fragen können. Bis zum Punkt, wo ich gefunden habe, also die nächsten Leute sprechen wir einfach an, solange sie nicht gerade schwer kriminell aussehen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass wir überhaupt noch Leute finden. Und habe mich eigentlich darauf gefasst gemacht, durch das ganze Stegenhaus durchzugehen und einfach mal fragen, wann wir kurz Nacht essen. Hey, ich habe das Gefühl, da finden wir keine Leute mehr.